zwischen Sterne in Zahlen. Konstellationen, die man nicht sieht überall. Trabanten und Kometen sind Zeuge dafür. Und Sonnen viel heißer als eine Million Reamühe. Ich schenke dir die halbe, schenke dir die ganze Zeit. Von heute an rückwirkend bis in graueste Vorzeit. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit. Eines schönen Tages meine Aufmerksamkeit. Und bitte was? Ich bring dir Safranäcken, vergiss die Früchte bitte nicht. Von Kontinent zu Kontinent bis über den Rand der Welt. Ich brech für dich die Wolken, damit die Sintflut niederfällt. Na endlich. Ah ja. Ich schenke dir die halbe, schenke dir die ganze Zeit. Vom meisterhaften Abschuss bis der Pfeil sein Ziel erreicht. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit. Und irgendwann des Nächtens meine Aufmerksamkeit. Stephen Hawking langweilt sich. Er hat keine Zeit. Die Tür steht offen. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, so sperrangelweit. Gibst Pegasus dazu. Ich schenk dir Meteoren, aber die verglühen ja immer. Ich schenke dir die ganze, schenke dir die halbe Zeit. Von Anbeginn der Menschheit bis irgendwann. Irgendwann. Danke, Flixer. Danke, Katharina. Mir wurde eine Kassette geschickt und ein Brief dazu mit Playback-Versionen von diesem Orchesterstück und der Frage eben, ob ich bereit wäre, da drauf zu singen und wenn ja, was. Und dann habe ich mich dazu bereit erklärt, einen Text geschrieben und dann dachte ich, das war's, aber dann kam als nächstes Idee, eben, sie möchten jetzt noch ein Duett machen, eben mit Katharina. Und dann habe ich noch eins geschrieben. Ja, und ich bekam einen Anruf, dass Tom Isford, der mir damals noch keinen Begriff war, und ich bekam auch eine Kassette und dass er gerne hätte und Blixer auch gerne hätte, dass ich mit Blixer ein Duett singe. Blixer Texte, da war ich natürlich hellauf begeistert als alter Fan von Blixer. Endorphinen im Mund und Milch, ein kleiner Zungentanz, es fehlt etwas. Ich schreibe gerne auf Musik, die schon vorhanden ist. Also ich nehme mal an, dazu müsste man allerdings eher Tim fragen. Ich glaube, er hat die Musik geschrieben auf irgendwelche Texte, die er sich da vorgestellt hat. Und es gab wohl Stücke, die keine Texte haben oder zumindest sind sie mir nicht bekannt. Aber deswegen folgt natürlich die Musik dann natürlich auch einer inneren sprachlichen Logik.
die man dann sozusagen wiederentdecken kann und am besten wiederentdecken kann, auch in dem Moment, in dem man den eigentlichen Text, für den das mal geschrieben wurde, gar nicht kennt. Sinkende Länder, utopischer Ort. Jeder hat sein eigenes Haus. Shakespeare ist da. Es gab keine Proben. Das hört man auch auf der Platte. Es sind noch einige kleine. Da hat sich der Fehlerteufel noch leicht eingeschlichen. Aber es ist okay. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich stehe dazu. Es ist auch schön, mal eine CD mit Fehlern zu haben. Meine Hände werden deine Haut nicht satt. Meine Mittel werden nicht. An deiner Stadt. Die Hände. Und ein Möbel ohne Winde auf dem Boden, auf der Flucht, da wird es sein Wort. Also wenn ich es mir anhöre, ich mir doch meistens diese beiden Stücke an, muss ich ehrlich zugeben. Aber insgesamt finde ich, ist das eine gute Platte, ja.